Also dieses Bild haben wir, glaube ich, schon ein bisschen zu oft gesehen. Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, weil es sind zwar immer so täglich ein oder zwei Parts gekommen, aber naja, als ich das letzte Mal aufgenommen habe, ist schon 2 Wochen her. Super, ne? Ja, was ist in den letzten Folgen passiert? Irgendwie alles. Aliens haben die Erde erobert, genau. Und ja, wenn ich mich nicht irre, dann war Jude von den anderen Kollegen getrennt, weil Gaius irgendwie noch was mit ihm vorhatte oder keine Ahnung. Ja, irgendwelche Typen sind vom Himmel gefallen, aus so Raumschiffen, weil die Lanze von Kresnik in den Himmel geschossen hat. Zhao ist wahrscheinlich tot, was ich aber nicht glaube. Und ja, wir gucken erstmal, wie es weitergeht. Also entschuldigt, dass ich jetzt hier vielleicht ein bisschen draußen bin aus dem Spiel, aber es wird schon passen. Gucken wir erstmal, was passiert. Where am I? Hello? Where is everyone? Ja, das wüsste ich auch gerne, Jude. Is this a spirit fossil? What's it doing in a Spyrex? Who's there? What the fuck? Greetings to you, Jude. Wait. You're floating. And you look like... What are you? Please do not be alarmed, Jude. I am the spirit Musei. You are the spirit Musei? I am here on Maxwell's orders. Mila's orders? Tell me where she is. I must apologize. I have drained a great amount of mana. I am unable to use my full power. So you don't know where she is then? I would if you'd tether with me. The mana produced by a human's mana lobe is the source of a spirit's power. So if we tether, you'll get your power back and you can find out where Mila is? All right then, let's do it. Where is everyone else? Well, I can't help you with that one. I see. So what should we do? Whatever you wish to do. Oh. Das kam mir irgendwie vor wie der Anfang eines Pornos, aber naja. Jude kann sich jetzt mit Musset verbinden. Verwende das Arztmenü, um Musset auszuwählen und sie im Kampf herbeizurufen. Geil. Die Geistgebietskarte ist nicht mehr verfügbar. What? Ja, Alvemina. Ein mysteriöser Geist. Ich glaube, die Wasserchannels beneath Fezabel Marsh brought me here. I wonder how far they pulled me. Who knows? Hey, do you know if Mila's safe? The Lord of Spirits is fine. Good. I mean, Maxwell could never actually die, right? That's right. Unless Maxwell were to use a mortal human body as a catalyst. You know, it's funny how different you two are. Is that so? Yeah, Mila's much more... No, never mind. As you wish. Okay, jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Hey! Ich dachte schon, ich hätte sie als Charakter oder so. Egal. Na gut. Ich bin natürlich jetzt hier. Ich habe jetzt natürlich voll den Überblick, was ich hier mache. Wo ist das? Ja, wo ist dieser Schlüssel-Dingenskirchen hier? Zyklonantrieb. Und nehmen wir das. Was haben wir hier? Geist, TP. Ja, komm schon. Ich kann sowieso keinen Fehler bauen, weil ich sowieso keine Ahnung mehr habe. Das macht keinen Sinn. Egal.
Ja. Atme. Wie kann ich sehen jetzt? Mutzeit, ja genau. Ihre Haare in scharfe Speere, mit denen sie Gegner aufspießen. Okay. Ja. Keine Ahnung. Hier Stahl. So, jetzt muss ich alleine hier. Jetzt muss ich mich alleine durchkämpfen. Was soll das denn? Wie stark seid ihr alle? Also, es kommt her. Okay. Okay, cool. Das war irgendwie komisch. Egal. Ja, wird mir schon gefallen. Ich werde schon wieder reinkommen in dem Spiel. Gerichte. Ja. Nach dieser Invasion ist der Hunger schon direkt weg, ne? Ja, komm, ja. Was soll's? Und ja. Aber irgendwie bewegt ihr euch nicht. Kann das sein? Und. Oh. Was? Was hast du denn gemacht? Was klappt nicht? Aber. Ja, habe ich irgendwie so Dingen? Eis? Handschuhe? Ja, aber Verbindung brechen heißt das, du könntest hier Verbindungen durchbrechen. So, deswegen heißt das so. Boah. So. Au. Ach ja, die Arcana habe ich da hingestellt. Au. Lass mal wieder reinkommen. Ich finde sowieso, es ist unmöglich hier. Ach, so wenig Geld kriegen wir nur. Voll die Verschwendung. Ich finde sowieso, es ist unmöglich, alle Arts auswendig zu lernen. Bei 6 Charakteren. Oh. Oh, hallo. Na. Schwertkämpfer, Augenklappe. Eine Augenklappe. Für alle, die im Weg eines Kriegers beschreiben. Wenn du sie abnimmst, wissen alle, dass du es ernst meinst. Ah. So wie Kenpachi aus Bleach. Der irgendwie so, keine Ahnung. Ach ja, ich kann eine Karte nicht aufrufen, oder? Boah. Das ist auch voll blöd. Weiß ja nicht, wo ich hin muss. Ja, gehen wir erstmal hier hin. Nehmen wir natürlich alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Boah. Macht nicht so komische Geräusche. Oh, Rahmschwarzfedern. Ich weiß gar nicht, wie viele hatten wir nochmal. Ist 2 Wochen her, wo soll ich denn das wissen? Fesselbebauer. Ach, guck mal. Wir sind hier, glaube ich. Wo Gaius war. Ist ja was. Auch so eine Efrit-Truhe. Ne, okay. Dann nicht. Hä? Ne, okay. Okay, gehen wir weiter. Bäh. Ja, schon direkt wieder ein neuer Sack gespawnt, du Sack. Und da hinten auch. Und ich nehme es natürlich wieder mit. Ja, der Daniel, der kann es ja mitnehmen, ne? Er nimmt ja hier den ganzen Müll mit. Den die ganzen Monster? Fragezeichen. Hier hinterlassen. Ja, ich finde, ehrlich gesagt, die Kämpfe hier kann ich mir sparen. Obwohl, ich will alle Monster auch hier sehen. Deswegen, zack. Ich glaube, die Klamotten, die er ausgerüstet hat, sind nicht so gut. Zack, 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 zack. Ah, okay, dann nicht. Ich wollte diese automatische Ausweichschritt hier einsetzen. Ja, ich komme da schon wieder rein. Okay, so wird das nichts. Ich muss andere Dingens anziehen. Ob das eher bringt. Zack und. Oh, nicht getroffen. Geil. Also sie greift mit allen 4 Elementen an, oder was? Ey. Da vertrete ich dich und schlage dich.
Schön. Ja, da hat sich kaltmäßig doch gelohnt. Finde ich. Was zum Teufel war das für ein Geräusch? Was hier im Spiel oder? Oder Fenster nicht offen? Ich dürfte eigentlich nichts von der Außenwelt hören. Oh Gott. Ich bin nur eine Person, hallo? Aua. Ach, ihr macht ja gar keinen Schaden. Zack. Vor allem, ich kann mich nicht verbinden. Ich kann keine verbundenen Arts einsetzen. Ich bin gleich so gut wie tot, wenn das so weitergeht. Aua, aua, aua. Wieso wusste ich nur, wo das ist? Schon voll reflexmäßig. Oh, what the? Wie bin ich denn hinter ihnen gekommen? Zack. Au, au, au. Boah, aua. Ich glaube, mehr als diesen Kampf werde ich in diesem Part nicht mehr schaffen. Au. Geht weg. What? Au. Ich wollte schon L1 drücken, um zu verteidigen. Nein, bitte nicht. Au. Ja, jetzt bin ich auch noch paralysiert. Hörst du auf? Ah. Geht weg. Ich greife doch auch nicht einzeln euch alle an. So, einen hab ich schon. Nein, kein Zauber. Aber und du auch nicht. Und du auch nicht. Habe ich alle im Auge. Ach. Kampfverbündeter, wenn du einen Feind berührst, um einen Kampf zu beginnen und ein anderer Feind in der Nähe ist, beteiligt sich seine Fraktion ebenfalls am Kampf. Okay, hat man das nicht schon mal? Wieso wird denn das jetzt erst erklärt? Mir spürst deinen Finger nicht mehr. To hypothermia and eventually death, but as a spirit, I'm fine. Das ist sehr beruhigend, danke. Ich kann dann nur sterben. Na gut, ich glaube, ein Level up müsste man noch schaffen, aber dann war es das auch. Weil auf Dauer glaube ich nicht, dass. Okay, doch, wenn wir Level up haben, dann werden wir ja wieder voll geheilt. So gesehen müssten wir sehr lange überleben. Aber naja, ich möchte aber nicht so viele Kämpfe ohne meine anderen Freunde hier bestreiten. Geil geöffnet. Okay, aber doch von hier. Ich dachte schon, irgendwie draußen sind ein paar Kinder um 21 Uhr und schreien irgendwie so random. Omega Elixier. Oh, okay, stellt KP und TP. Geil. Das sind neue Dinger, die man sich hier für die rahmschwarzen Federn kaufen kann. Und da hinten sehe ich schon Speicherpunkt. Bis jetzt sehe ich noch keine Höhle. Ist gut. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Ich habe keine Almosen. Das hört sich so bescheuert an. Na gut, ja. Komm, dröhnen wir dem mal hier ein TP-Ding rein. Ja, dann würde ich sagen, nein, heute nicht. Heute nicht. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich dann hier in diesem Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss.